Mahlzeit, ich bin Nero von Venero TV und habe heute ein besonderes Thema für euch. Heute gibt es mal kein Guide oder News Video zu Monster Hunter World, heute wollen wir mal über das erste DLC sprechen. Die Frage des heutigen Abends ist daher, findet ihr den Inhalt des ersten DLCs ausreichend, ist das genug für euch oder sagt ihr, naja, ist eigentlich ein bisschen dürftig? In erster Linie geht es mir hierbei um eure Meinungen. Ich möchte einfach wissen, was ihr davon denkt, denn die eigene Meinung ist ja meist nicht das, was die allgemeine Meinung ist. Und natürlich möchte ich euch auch meine Meinung hier vorstellen und mit euch teilen. Schreibt mir also auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt. Meinetwegen jetzt, meinetwegen nach dem Video, wie ihr das lieber habt. Ich bin mir sicher, dass hierbei die Meinungen sehr unterschiedlich sind und einige vollkommen andere Ansicht sein werden, und daher bitte ich euch, das Ganze hier sachlich zu betrachten, als eine Art Diskussion und nicht irgendwie vollkommen auszurasten, ja halt die Fresse, du hast sogar keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also ganz gesittet, und ja, hier geht es einfach darum, dass ihr auch in den Kommentaren lesen könnt, hey yo, was denken denn eigentlich die anderen Spieler davon, und ich denke mal, das ist eine ganz interessante Sache. Nun aber erstmal allgemein zum Inhalt der Erweiterung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, worum es hier überhaupt geht. Am 22. März kommt der Dämonjo wieder und bringt selbstverständlich eine Alpha- und Beta-Rüstung oder ein Rüstungsset und alle 14 Waffen. Hoffe ich jedenfalls, dass es alle 14 Waffen gibt, sonst ist das ein bisschen diskriminierend. Aber im späteren Verlauf des Frühlings folgt dann zusätzlich noch ein Frühlingsevent mit einem neuen Großschwert, das von der Community designt worden ist. Und naja, eine ganze Menge kosmetischer Sachen, Dekorationen, NPC-Kostüme, Gesten und. All so ein Zeug, was halt optisch ansprechend ist. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Waffenbalance, aber gut, die kann man eigentlich nicht wirklich zu Content zählen. Es gehört meiner Meinung nach zum normalen Game Support, daher klammern wir das Ganze mal bei diesem Video erstmal aus. Nun, wenn ihr mich fragt, ist Kosmetik und ein recyceltes Monster ziemlich trocken für ein Spielupdate, finde ich einfach ein bisschen wenig, das jetzt erstmal vorneweg gesagt zu haben. Natürlich ist das ganze Thema sehr sensibel, denn es handelt sich hier um ein kostenloses Update, das heißt, niemand muss etwas dafür zahlen, wir kriegen es einfach so. So, das Problem ist, also erstmal auch Props an Capcom, dass sie dem Trend entgegenziehen, dass es keine Lootboxen gibt, es gibt keine irgendwie so ein Event, wo man dann sich eigentlich das größte, also sieht so aus, oh ja, wir kriegen hier kostenloses Event, aber das meiste ist eigentlich in solchen Lootboxen dann versteckt. Also das ist schon mal wirklich was sehr, sehr Gutes, und wir kriegen halt wirklich keinen DLC oder Season Pass, wo wir schon vorher Geld bezahlt haben, sondern wir haben hier so kostenlose Updates, und da kann man auch gleich mal sagen, naja, geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Man nimmt einfach das so hin, was man bekommt, und das ist alles schön und gut. Aber ich finde, man darf eigentlich auch das Ganze kritisch sehen, denn einfach mal so ein einfaches Beispiel, was mir letztens eingefallen ist. Stellt euch vor, ihr braucht ein Auto oder ihr wollt ein Auto, und eure Eltern, also wer jetzt von euch ein bisschen älter ist, kann ja trotzdem sein, dass die Eltern mal die Spendierhosen anhaben, kaufen euch einfach so ein Fiat. So, ist geschenkt, super, ihr freut euch natürlich aus Dankbarkeit, hey, danke, super. Und einerseits kann man sagen, gut, ist geschenkt, wirklich, hat mich nichts gekostet, super Sache, ich habe jetzt ein Auto, alles wunderbar. Auf der anderen Seite kann man jetzt aber sagen, naja, aber ich hatte jetzt eigentlich nichts dagegen, selbst mal ein bisschen Geld auszugeben und vielleicht dazu zu schmeißen oder sonst wie, und mir dann, keine Ahnung, ein Mercedes, ein VW kaufen wollen, einfach das Auto, was ich gern hätte. Und so sehe ich das Ganze auch bei Monster Hunter World. Ich denke, die wenigsten von euch hätten ein Problem damit, 20 Euro für das Spiel zu investieren, weil das ist wirklich ein gutes Spiel, und mit diesem Geld würde man auch die Spielmacher supporten, was ich überhaupt nicht verwerflich finde, weil ich meine, die liefern ja auch ab. Das Spiel ist wunderbar geworden, es macht Spaß, es ist wirklich
ja, es macht einfach Bock. Und ich finde, gute Leistung soll auch belohnt werden. Klar hat man das Spiel für 70 oder 80 Euro gekauft, aber auch für ein Update hätte ich persönlich jetzt absolut nichts dagegen, mal 20 Euro hinzulegen und dafür auch Content zu bekommen. Allerdings haben wir diese Möglichkeit nicht, da wir ja ein kostenloses Update bekommen und ein kostenloses Update hat halt nicht allzu viele Sachen dabei. Das finde ich einfach mal ein bisschen traurig. Das ist sehr schade. Klar, Capcom hat jetzt ja eigentlich schon indirekt angekündigt, es kommen ja mehrere Monster. Es kommt ja nicht nur der Dämonje, es kommen ja noch drei andere. Ist jetzt nicht Bestandteil des Videos, aber falls ihr euch mal andere Videos angeschaut habt, zu den Leaks gibt es ja noch andere, so ein Mond, Teostra und. Gibt halt verschiedene Monster, die noch kommen sollen. So wie ich mir das denke, wird es jetzt dann im Sommer noch so ein Update geben, im Herbst ein Update geben und im Winter ein Update geben. Also alles kostenlos, alles super schön. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich meine, klar, das Spiel hat Langzeitmotivation, man kann sehr viel farmen, aber auch das hat irgendwann eine Grenze, weil man ja immer wieder das Gleiche und Gleiche und Gleiche und Gleiche macht. Und ich sag mal, nach Jägerrang 100 hat man ja auch nicht wirklich weiter ein Ziel, außer einfach nur spielen, weil es Spaß macht. Klar, das ist gut, aber man farmt im Prinzip immer nur die gehärteten Ältesten. Und gut, jetzt kommt ein neues Monster dazu, was nochmal gesagt recycelt ist. Also das ist nicht was Neues, das hat man aus älteren Teilen genommen und einfach wieder eingefügt. Da gehen Grüße an Bungie raus. Das Thema kennen wir schon viel. Kosmetik und recycelte Sachen einfügen und das als Update zwar verkaufen, hier ist das kostenlos, klar, aber dennoch. Und klar, es freut die Veteranen, mal wieder ein älteres Monster zu sehen. Dagegen sage ich überhaupt nichts. Es ist schön, dass man ältere Monster wiederbringt. Habe ich nichts dagegen. Aber ich finde, da fehlt einfach noch ein bisschen was. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ich meine, ein Monster, wie schnell geht es? 10-mal umgehauen, habt ihr das Rüstungsset nochmal 10-mal gemacht, habt ihr alle Waffen. Und das war es eigentlich auch schon, weil es auch kein Drachenältester ist. Kommt ihr auch nicht zu der Liste dazu, die ihr ständig farmt für eure Gems, also für eure Juwelen, Dekorationen und sowas. Ich muss sagen, ich hätte das lieber einfach mal 20 Euro, 15 Euro zu bezahlen und dann, sage ich mal, alle 4 Monster jetzt schon zu bekommen. Dann hätte man gleich so ein Paket, womit man sich erstmal wieder richtig schön lange beschäftigen kann. So, und dann nächstes DLC, meinetwegen im Sommer, im Spätsommer oder Sommer wäre cool, gerne wieder 15 Euro und dafür kriegt man dann, sage ich mal, eine neue Map und was mit Schnee, wieder neue Monster, alles drum und dran. Und das ist, denke ich mal, nichts, womit wir ein Problem hätten, für so ein gutes Spiel und guten Content mal 15, 20 Euro hinzulegen, weil das ist echt nicht viel. Und ich denke mal, wir wären alle zufriedener. Klar, kostenlos ist kostenlos, aber ich denke, man darf da auch Ansprüche stellen. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen ärgert. Kostenlos ist gut, aber naja, man will eigentlich bisschen mehr. Und ich denke, ein Monster und das dazugehörige Rüstungsset und Waffen ist jetzt nicht das, was man unter einem Update eigentlich haben möchte. Und jetzt die ganze Kosmetik ausgeklammert, das ist eigentlich nur ein Event, das kann man auch so bringen, da kann man jetzt nicht als Update oder DLC oder Erweiterung ankündigen. Das finde ich, sollte einfach immer wieder kommen. Und ja, liebe Leute, das war meine Sicht zu der ganzen Thematik. Ich freue mich über eure Meinungen, über eure Kommentare. Schreibt sie auf jeden Fall mal hin. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Start in die Woche. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal auf Venero TV. Lasst ihn immer schön schwingen und tschüss.